Ja, nochmal ein schöner Platz, unweit von Algeciras, mit Blick auf diese Stadt. Schaut mal hier. Ah, die Mauer stört jetzt ein bisschen. Bis ihr da seid, reiße ich die vielleicht ab, ne? Damit ihr einen schöneren Blick habt. Aber man kann natürlich auch nach rechts gucken. Und da könnt ihr schön aufs Meer schauen. Ja, viele große Schiffchen. Ich war eben im Hafen da von Algeciras, hab mir die Fähre von Tanga mal angeschaut. Wehmütig, weil ich darf ja nicht fahren dieses Jahr, wegen meinem Hund. Aber habe ich sie wenigstens mal gesehen. Ja, hier seht ihr den Platz mal insgesamt. Ja, können so 5, 6 Wohnmobile stehen, auch größere. Also das geht schon. Kommt aber darauf an, welche Straße ihr fahrt. Also ihr habt ja gesehen, wenn ihr hier über den Parkplatz fahrt und dann hier so hoch, das ist schon relativ steil. Mit meinen Sommerreifen war das ein bisschen kriminell. Hier der Leica, der ist von da oben gekommen. Die hatten da schon eine etwas leichtere Anfahrt. Also müsst ihr mal schauen, wie ihr fahrt. Ja, hier nochmal der Blick auf die Stadt. Und hier auf die Wohnmobile. Na, ihr seht, man steht schön hoch und hat einen sehr schönen Blick. Ja, wie ihr seht, hier kann man auch schön kiten. Also nicht nur in Tarifa. Ja, also da vorne ist der Platz. Ne? Und wenn er hier am Strand entlang läuft oder oben auf der Promenade, wie ihr möchtet. Hier kann man natürlich schön mit dem Hund laufen. Dann kommt er gleich ins Städtchen und da kann man auch, gibt es so Restaurants und Bäckerei und so weiter. Zeige ich euch. Meinem Hund ist mal wieder vollkommen egal, wo sein Herrchen ist. Wo sein Mensch ist. Der wartet schon, der Blödmann, ne? Ja, hier haben wir den Sandstrand. Ja, und hier ist das Herz der Town. Hier steppt der Bär. Ja, im Moment halt nicht so, aber immerhin haben die Restaurants hier auf. Ganz viele. Also da hat man die freie Auswahl, wenn man mal nicht kochen möchte. Und da die Einheimischen ja hier alle essen, ist das mit Sicherheit nicht so schlecht. Ja, also ich finde es ja sehr schön. Ist ein toller Spot. Überhaupt nicht bekannt. Also bis jetzt. Und zu dieser Jahreszeit natürlich auch überhaupt nicht überlaufen. Also hier kann man echt die Seele baumeln lassen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schrottfreien Flug. Tolle Übernachtungsplätze. Ja, wünsche euch alles Liebe. Bis dann. Tschüss.